einiges vor, wir wollen einiges bewegen und wir wollen unser Ziel erreichen. Und das heißt Klassenerhalt. Und dafür haben wir heute angefangen mit Training. Wir werden es sehr intensiv und sehr hart arbeiten. Und das Feuer in der Truppe, auch das haben wir heute auch auf dem Platz gehört. Die Zweikämpfe waren auch schon mit einer gesunden Aggressivität gestaltet und ich glaube, dass das der richtige Weg sein wird. Dass die Mannschaft gut nach vorne gespielt hat, hat sie in der Hinrunde bewiesen, hat sehr viele Tore geschossen, hat aber dementsprechend auch hinten das eine oder andere zu viel bekommen. Und da die richtige Balance zu finden aus einer gut gestaffelten und organisierten Defensivarbeit, gepaart mit dem Angriffsvermögen, was sie in petto hatte, das wird jetzt unsere Hauptaufgabe sein. Die Spieler sind im guten körperlichen Zustand aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich denke, dass wir da nicht mehr so die Riesenarbeit haben. Und ich denke auch, dass wir im Trainingslager schon die Weichen Richtung Kaiserslautern ein bisschen stellen können. Wie spielt Kaiserslautern? Was haben sie vor? Was könnten wir vielleicht machen? Aber nicht nur für das eine Spiel, sondern auch für die restlichen Spiele der Saison gewisse Automatismen im Offensivbereich und im Defensivbereich einstudieren können.